Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Oliver Gassner und ich sende wie immer live ungeschnitten und in diesem Fall frisch vom Screenshare. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen, nämlich ein Video über die neue Gruppenseite bzw. Gruppenseiten von Xing, aber mir ist da was Neues zugespielt worden, nämlich gestern Nachmittag um 15 Uhr, wo ich glaube ich fast schon nicht mehr online war, hat Jack Dorsey etwas geschrieben über Twitter, und Jack Dorsey ist eben einer der Chefs von Twitter. Man sieht ja auch, dass Bistone, einer der anderen Köpfe da entsprechend agiert hat. Und das würde ich ganz gerne mit euch so Stück für Stück durchgehen. Ihr seht hier auch gerade, dass das Ding ein Retweet pro Sekunde ungefähr einsammelt und jetzt schon 41.000 Likes hat. Ob wir das alles liken wollen oder nicht, das können wir mal schauen. Wir können uns vielleicht auch das eine oder andere dann außenrum anschauen, aber wahrscheinlich heute nicht mehr. Ist auf ein paar Artikel und Podcasts hingewiesen worden zu diesem Komplex, und ja, man muss sagen, was da Twitter annonciert, dieses Team Blue Sky, das könnte in der Tat, also alle haben sich gefragt, was wird das nächste Facebook? Das könnte so in dieser Dimension sein. Ob TikTok das nächste Facebook wird oder nicht, das kann man diskutieren. Manche denken ja, manche denken nein. Aber auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Potenzial. Aber anders gesagt, ist das, was Jack da announced, ist auch nicht so ganz neu. Also, worum geht's? Hier im ersten Tweet sagt er, dass er das ein kleines unabhängiges Team von fünf Programmierern, anders gesagt, oder Konzipierern finanzieren, das einen offenen und dezentralisierten Standard für Social Media entwickeln soll. Und dass das Ziel von Twitter eben ist, dafür sozusagen die Ausgabeebene, also der Client zu sein. Also Client ist in dem Fall nicht Kunde, sondern so wie ihr E-Mail über entweder ein Web-Client oder eben ein E-Mail-Programm abruft, so soll Twitter sozusagen am Schluss die Ausgabeebene hiervon sein. Wobei, wenn das ganze Ding halt natürlich Open Source ist, weiß man nicht, ob es dann nicht andere Ausgabeebenen geben wird. Jetzt muss man grundsätzlich sagen, so etwas gibt es schon. Es gibt Open Source Initiativen, die verteilte Social Networks realisieren. Das erste oder das, was noch existiert, dürfte sein Diaspora. Und das andere, was etwas Twitter-ähnlicher ist, ist Mastodon. Und da treiben sich eigentlich nur die Leute rum, die sich auch früher im Usenet rumgetrieben haben. Aufs Usenet werden wir vielleicht auch noch kommen im Zusammenhang von dem, was wir hier gleich besprechen. Also grundsätzlich gibt es schon so etwas. Und Jack Dorsey bzw. Twitter springt hier einfach nur auf den Wagen und sagt, wir bauen sowas jetzt auch. Grundsätzlich muss man sagen, dass in der Tat Twitter eben das schon häufiger gemacht hat, und Facebook hat auch sehr, sehr häufig hier Twitter kopiert. So, wir gucken mal weiter, was Jack Dorsey sagt. Er sagt hier eben, dass Twitter ganz am Anfang sehr, sehr offen war. Und das ist richtig. Twitter hat von Anfang an sogenannte Programmierschnittstellen, APIs, veröffentlicht. Und am Anfang haben alle gesagt, Twitter könnte so eine Art neuer Internetstandard sein, eben wie SMTP oder POP3, also wie die E-Mail-Protokolle. In der Tat sagt er das hier dann auch, dass sie aus verschiedenen Gründen, auf die wir jetzt auch gleich kommen, das dann geändert haben und Twitter eben immer weiter geschlossen haben, aber dass eben Twitter sich geändert hat. Jetzt gucke ich gerade mal.
Der größte Joke des Jahres. Mal gucken. Also ich gucke jetzt gerade mal hier auf eure Kommentare. Also hallo Erik, hallo Tim und so weiter. Der Erik sagt, ich weiß nämlich nicht, ob die Kommentare hier mit dem Video später mit ausgespielt werden. Zumindest nur hier mit dem Facebook-Video, aber eben nicht in den anderen Versionen. Also Erik Mecher sagt, der größte Joke des Jahres. Genau, das, was ich gerade angedeutet habe, sie haben die ganzen externen APIs abgestellt, haben damit übrigens einige Firmen gekillt, genau alle Fremdplugins gekillt für Twitter-Apps und so weiter und so fort. Also Erik hält das für reine PR und Tim Bartel stimmt dem zu und hallo Michael. So, also, wie ich gerade eben skizziert habe, in der Tat, Twitter war am Anfang offen und das hat natürlich auch zu der starken Verbreitung beigetragen, weil die ganzen Geeks eben anfingen, mit Twitter zu spielen. Und jetzt geht Twitter her und sagt so, wir haben jetzt fünf Geeks wieder zusammengesucht, die sollen jetzt wieder mit Twitter spielen oder mit dem Internet. Das ist in der Tat ein bisschen schwierig, aber eben, da muss man mal schauen, was da draus wird. So, also man könnte sagen, dass Twitter jetzt solche Dinge eben wie Mastodon und Diaspora eben dadurch validiert und sagt, das ist eine spannende Geschichte. So, und jetzt sagt der Jack Dorsey eben, was sich da alles geändert hat. Eben das Erste ist, dass zentralisierte Lösungen, also eben wie Twitter und Facebook, Schwierigkeiten haben, Social-Media-Gesetze von Staaten, also sei es die Datenschutzgrundverordnung, sei es das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und entsprechende andere Dinge, zum Beispiel eben Regularien über Wahlwerbungen und so weiter oder die Kritik, die da dann kam, sowohl bei Twitter als auch bei Facebook, dass sie Schwierigkeiten haben, eben in diesen Zusammenhängen zu agieren, beziehungsweise auch gegen Beleidigung und misleading information, sagt er, also Fake News, da in irgendeiner Form vorzugehen, ohne die Leute zu belasten. Und damit meint er eben ohne Zensur, würde ich jetzt mal interpretieren. So, also das ist der erste Punkt, den er hier adressiert. Das heißt, man könnte diese ganze Geschichte natürlich sehen als Versuch von Twitter, sich dieser Regulierung zu entziehen, indem sie am Schluss sagen, ja, wir sind ja nur das E-Mail-Programm, über dem die E-Mail ankommt. Aber, also wenn man das jetzt entsprechend zu SMTP sieht, ja, also wir sind nur, was weiß ich, Outlook oder wir sind nur der Thunderbird und da kommt nur die E-Mail an und es ist nicht unsere Aufgabe, das zu filtern, weil abschicken tun das ja andere. Ja, also das wäre eine der Möglichkeiten zu sagen, ja, wir sind nicht zuständig für Hate Speech, weil das schicken ja die anderen. Da müsst ihr euch an den wenden, der das einfüllt. Was ja nicht ganz falsch ist, ne? Aber natürlich, sobald ich solche Netzwerkeffekte erzeuge, wie Twitter oder ähnliche Plattformen sie erzeugen, dann ja, dann bin ich da in irgendeiner Weise auch verantwortlich. So, das Zweite ist, dass er sagt, und das ist auch spannend, dass Social Media sich ändert von dem Bereich einfach nur Content abzuspeichern oder bereitzuhalten oder Content Hosting and Removal, also abspeichern und löschen, hin zu Vorschlagsmechanismen, die die Aufmerksamkeit leiten sollen. Also, das heißt, anders gesagt, geht es in Richtung ein Google von Social Media werden. Wir haben ja jetzt mehrfach festgestellt, dass Google gescheitert ist mit eigenen Social Media Plattformen, sei es Google Plus oder sei es Orkut und andere Dinge, die vielleicht mal von denen manche vielleicht noch überhaupt nie gehört haben. Jack Dorsey könnte jetzt Twitter hier ins Spiel bringen, um eine Art Google von Social Media zu werden. Und das wäre natürlich spannend, weil einerseits hat Twitter natürlich diese Kompetenz und andererseits ist das natürlich die Stelle, wo sehr viel Geld zu holen ist, wie wir bei Google gesehen haben. Er sagt eben, bisher entscheidet halt Twitter, was Twitter filtert und
Und Google entscheidet, was Google, wie Google seine Suchergebnisse sortiert. Und man kann da sozusagen keine Alternativen einfach bauen, aber man kann sie noch nicht bauen. Das heißt, im Endeffekt wird vielleicht das, was dieses Team da entwickelt, sein, dass wir uns selber Filter zurechtschnipseln und zurechtbasteln können oder vielleicht aus Baukastensystemen zusammenstellen können, wie wir auf die Social-Media-Landschaft gucken können. Das heißt, man könnte sich das jetzt so vorstellen, dass ich sage, ich möchte jetzt einen Fake-News-Filter und einen Hass-Filter installieren und dann sehe ich halt keine Fake-News und keinen Hass und ich entscheide vielleicht, wer für mich entscheidet, was Fake-News sind und was nicht. Es ist ja jetzt schon so, dass jeder eigentlich Twitter anders sieht als jemand anders, weil jeder natürlich andere Leute abonniert. Und dann werden wir auch eventuell eben in der Lage sein, hier an der Stelle die Filter, unsere Filtermechanismen selber zu wählen. Ungefiltert kann man natürlich solche Plattformen überhaupt nicht mehr angucken. Dann als drittes sagt er, dass Social Media bisher durchaus dazu geführt haben, eher kontroverse Inhalte nach oben zu spülen. Also wir haben das gesehen bei diesen Geschichten, dass bei YouTube, wenn man jetzt mal was über Geografie sucht, dann ist man relativ schnell bei Flacherde-Videos oder wenn man was über Gesundheit sucht, dann ist man sehr schnell bei Impfgegner-Videos. Das heißt, die Richtung, in der Social Media Algorithmen funktionieren, ist eben immer kontroverse Dinge nach oben zu spielen und weniger informative oder gesundheitsförderliche Inhalte. Und jetzt könnte man eben sagen, so, ich möchte jetzt bitte Twitter, aber oder Social Media in Anführungszeichen, aber gefiltert. Ich möchte eigentlich nur Dinge sehen, die vielleicht meinen Zielen entsprechen, die vielleicht meinen Wünschen entsprechen, die mir Tipps zum Abnehmen geben und die mir irgendwie Tipps geben, wie ich besser leben kann. Ja? Wie man das dann interpretiert, oder jemand könnte sagen, ich möchte nur ein Halal-Twitter haben und ich möchte nur ein Koscheres-Twitter haben und ich möchte nur ein christlich einwandfreies Twitter haben. Und ich könnte mir dann diese Filter selber zusammenbauen. Das wäre interessant. Und wir haben dann halt die Situation, wie wir sie vor dem Internet hatten, dass die Leute einfach nur das sich angeguckt haben, was sie halt gern haben wollten. So, und dann sagt er als letzten Punkt, dass es eben für diese Dinge auch schon dezentralisierte Ansätze gab. Er nennt eben Diaspora und Status.net gab es übrigens auch, ja, Status.net gab es und eben Diaspora, Status.net war sogar das erste. Und der Macher von Status.net hat wohl auch an irgendeiner Stelle geantwortet, hire me, vielleicht können wir die Stelle nachher noch suchen. Und also es gab ebenso schon solche dezentralisierten Ansätze, ja. Also man hätte auch von Twitter aus einfach sagen können, naja, wir finden jetzt Mastodon gut und arbeiten mit denen zusammen. Oder eben Diaspora. Und dann sagt er eben auch, dass es auch Blockchain-Ansätze gäbe, sozusagen Content sozusagen zu sichern und zu verteilen. Also grundsätzlich muss man sich das so vorstellen, dass man ein Stück Inhalt hat und der Blockchain-Mechanismus sorgt dafür einerseits, dass das signiert wird, wenn man so will, und andererseits sorgt er dafür, dass es eben dann unveränderlich in so einer Blockchain abgespeichert wird und dort einfach bleibt. Hat also mit Bitcoin gar nichts zu tun, sondern hat nur damit zu tun, dass man so eine Art Protokoll erstellt von dem, was man publiziert hat. Und man könnte dann zum Beispiel auch sagen, oh, ich habe hier einen Tippfehler, den habe ich jetzt geändert und dann sind diese Änderungen alle entsprechend nachvollziehbar. Und er deutet eben auch darauf hin, dass man damit, so wie ich gerade gesagt habe, das dauerhaft hosten kann, dass man sozusagen managen kann, Governance kontrollieren kann und es auch monetarisieren kann. Und er sagt einfach, da muss man noch viel tun, aber die Grundlagen liegen da. So, und dann verweist er auf ein Paper von Stephen Wolfram. Das ist hier das hier. Und das Paper von Stephen Wolfram ist ziemlich, ziemlich lang. Und ich muss zugeben, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich werde mir das mal antun. Und wenn es in irgendeiner Form
spannend ist, dann werde ich auch mal schauen, ob wir darüber vielleicht auch noch reden. Also man sieht hier, das ist etwas länger. So, wer ist Stephen Wolfram? Stephen Wolfram wird den Mathematikern unter den Anwesenden oder auch vielleicht Physikern oder so bekannt sein als Programmierer eines Programmes namens Mathematica. Dann hat er ein Buch geschrieben, A New Kind of Science, wo er beschreibt, wie man die ganze Welt als eine Ansammlung zellulärer Automaten, Klammer auf Conway, Klammer zu, begreifen kann. Also das jetzt hier zu erklären, reicht weder mein Know-how über zelluläre Automaten, noch habe ich das Buch gelesen. Ist ein ziemlich teurer Wäscher, steht auch auf meiner Amazon-Wishlist. Wenn mir einer schenken will, gerne, dann versuche ich mich über den Winter da durchzukämpfen. Und er hat eben auch eine Suchmaschine gebaut namens Wolfram Alpha, die sehr coole Dinge kann. Damit kann man sich zum Beispiel, wenn man irgendwo hinfährt, das durchschnittliche Wetter an diesem Ort in den letzten Jahren anzeigen lassen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, wo ich nicht weiß, wie ist denn da so in der Regel in dieser Jahreszeit das Wetter, dann kann man das da zum Beispiel nachschauen. Aber ungefähr eine Zillion anderer Sachen. Man kann da eben auch nahezu beliebige mathematische Formeln eingeben, die dann von dem Mathematica-Algorithmus, der in Wolfram Alpha eingebaut ist, entsprechend dekodiert und umgerechnet wird, und er malt dann die Kurven und so weiter. Und der Stephen Wolfram hat übrigens auch sehr schöne Analyse-Tools für Facebook gebaut. Da kann man also seine Facebook-Aktivitäten analysieren lassen. So, dann gibt es noch einen anderen Artikel, den kenne ich jetzt nicht, von einem Herrn Masnik. Ich glaube, Herr Masnik, Protocols, not Platforms. Und wo er sozusagen sagt, das betrifft hier auch einige dieser Denkweisen. Und man muss sagen, das ist natürlich die Grundlage. Ich folge dem Kerl jetzt mal so, zack. Das ist natürlich, jetzt sehe ich gerade das, also hallo Danuta, und da Erik sagt, habe gerade nachgeschaut, Mastodon ist immer noch so still wie in einem Grab. Naja, Erik, wenn du natürlich in Mastodon nicht so viele Leute abonniert hast und da nicht aktiv bist, also in meinem Mastodon ist immer mal ein bisschen was los, aber da ist natürlich noch nicht viel los, ja. Aber wenn natürlich Twitter dann hergeht und solche Dinge integriert, dann wird es vielleicht schon interessant. Also ja, es gibt da, glaube ich, viele Leute, also gerade die Leute, die sich früher im Usenet rumgetrieben haben, die treiben sich halt jetzt in Mastodon rum. Und also hier Protocols, not Platforms, das ist interessant, eine spannende Geschichte, weil das Internet per se natürlich auf Protokolle beruht. Protokolle heißt in dem Fall nicht, dass irgendwas mitgeschrieben wird, sondern Protokolle heißt, dass Rechner miteinander kommunizieren und das in einer strukturierten Art und Weise tun und dadurch sozusagen diese Informationen, die aber jetzt auf dem anderen Rechner darstellbar sind. Und das erste Protokoll war eben TCP/IP, also Transfer-Kontroll-Protokoll, Internet-Protokoll. Das eine hat dazu geführt, dass man eben Dateien stückchenweise verschicken kann, und das andere hat eben dazu geführt, dass man auch weiß, wohin die dann gehen und dass der Senderechner dann auch weiß, ah ja, ich habe das jetzt erfolgreich geschickt. Und dann gab es eben solche Protokolle wie UUCP und so weiter, also für das Usenet, oder SMTP für E-Mail und so weiter und so fort. Hallo Peter. Und dann gab es eben Leute, die Plattformen gebaut haben, sei es eben Hotmail oder Gmail oder eben sowas wie Suchmaschinen wie Alta Vista oder dann später eben Google und so weiter und so fort. Und dann eben auch solche Plattformen wie Twitter und Facebook, wo sich große Menschenmengen von Leuten austauschen und wo es sozusagen eben dann keine Protokolle mehr gibt, um die von außen in irgendeiner Weise anzuschließen. Und diese Protokollfähigkeit sozusagen dieser Webseiten, das könnte man sagen, wird dann durch die sogenannten APIs, also Programmierschnittstellen, hergestellt. Und da wird man eben sehen müssen, was da dieses Blue Sky Team jetzt zurechtbastelt, sich ausdenkt, ob sie auf die Erkenntnisse von Diaspora und Mastodon aufsetzen, beziehungsweise auf status.net, und wie sie das dann machen, inwiefern sie da eben Blockchain-Mechanismen integrieren und so weiter und so fort.
Das kann natürlich in der Tat sehr spannend werden, weil wir dann sozusagen, wenn man so will, ein Social Media Usenet kriegen. Das heißt, wie soll man das? Ich versuche das jetzt mal zu beschreiben. Also der Ansatz eben von Mastodon und von Diaspora ist folgender. So wie theoretisch jeder seinen eigenen Mail-Server betreiben kann, also einen Server ins Internet hängen kann, der Mail empfängt und Mail versendet, der also da als Empfangspunkt dient, so kann eben jeder einen Server ins Internet stellen, der sich mit Mastodon oder mit Diaspora verbindet. Und Mastodon und Diaspora als Softwarestruktur stellen nur sicher, dass diese Server alle miteinander reden können, so wie sie eben früher sichergestellt haben, dass alle Usenet-Einfüllpunkte, wenn man so will, alle Usenet-Server oder miteinander reden konnten, beziehungsweise so wie sie heute sicherstellen, dass eben einfach alle E-Mail-Server miteinander reden können. Und ja, also das wird also wirklich sehr, 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 sehr spannend, ja. So, und dann sagt er eben, dass Square, das ist eine Firma, die da zusammenhängt mit, das ist eine Bezahlfirma, die zusammenhängt mit einigen der Managern von Twitter, und die machen das eben auch schon für Bitcoins oder für Kryptocoins und so weiter und so fort. So, warum sagt jetzt Jack Dorsey, wird das gut für Twitter sein? Es soll praktisch mehr Konversation dann über den Twitter-Server laufen oder eben über diese Twitter-Schnittstelle laufen. Wobei man grundsätzlich eben sagen muss, es gibt dann eigentlich nichts, wenn das alles offen als offene Standards und Open Source gemacht wird, gibt es einfach nichts, was die Leute dann dazu zwingt, das mit Twitter also den Zugang über Twitter dann zu nehmen. Theoretisch kann dann jeder auch einen Client bauen, mit dem man das angucken kann. Und da wird sich eben zeigen, ob Twitter da die richtigen Entscheidungen trifft, weil Twitter ja am Schluss dann schon auch noch Geld verdienen will. So, dann sagt er, mal schauen. Gut, also eben, er sagt, Offenheit ist da der Key, damit das passieren kann. Und das Team soll nicht nur eben so einen offenen, dezentralisierten Standard bauen, sondern auch eine Community, die das alles füttert. Und das ist schon da kommt so ein bisschen auch dieser aggressive Ton her, den der Erik Mechler da hier in den Kommentaren hatte bei Facebook. Das war natürlich das, wie Twitter angefangen hat, und dann haben sie es eingestampft, weil sie gesagt haben, naja, wenn jeder seinen eigenen Twitter-Client baut, dann können die ja die Werbung ausfiltern und dann können wir kein Geld verdienen und so weiter und so fort. Ja, und dann sagt er eben hier Blue Sky, und dann gibt es eben hier den CEO, mal gucken, also Parag Agarwal, ich hoffe, dass ich das jetzt halbwegs korrekt ausspreche. Das ist hier der Twitter-Account von Blue Sky. Das ist irgendwie, glaube ich, aber eher ein Stofftier als ein reales Viech, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht man also hier, dass sie eben hier sagen, wir können hier vollkommen frei agieren und nicht Twitter wird hier festlegen, wie wir hier agieren, ja. Genau, und dann hier sagt der Patrick Müller eben auch, ja, wie wäre es, wenn er jetzt wieder erlaubt, dass man einfach ein RSS-Feed bei Twitter einfüllt und so weiter und so fort. Das ging früher alles, also wenn man einen Blog hatte, konnte man einfach das Blog bei Twitter teilen und solche Dinge, und man könnte eben Twitter in diese Richtung verändern, aber offenbar will man das bei Twitter so nicht machen. Dann gibt es hier eben Hinweise, was man da alles machen könnte. Ja. Also da gibt es jetzt einiges an gibt's einige Hinweise, was sie sich ja hier angucken können, Thread Reader App und so weiter.
Ja, dann gibt es scheinbar einen Standard-Activity-Pub. Also vielleicht, wen das interessiert, der könnte sich auch mal grundsätzlich, es gibt, jetzt muss ich gerade gucken, wie das Ding heißt, Open Web. Es gibt so Open Web-Initiativen. Dann. Ja, also wie gesagt, da gibt's also das Keyword, was ihr da suchen würdet, ist Open Web. Ich überlege jetzt gerade, ob es auch noch ein anderes Keyword gibt. Das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Vielleicht kann mir jemand im Chat helfen. Also hier gibt es eine ganze Menge an Sachen. Jetzt hier diesen Hinweis von, hier gibt es also noch irgendwas. Also diesen Hinweis diesen Hinweis von dem Gründer von Status.net habe ich jetzt nicht gefunden. Wenn den jemand findet, dann kann er ihn ja gern in die Kommentare posten. Ich denke, in Anführungszeichen, das Internet wird das sehr aufmerksam beobachten, was hier Twitter beziehungsweise hier diese Blue Sky-Initiative macht. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Also ich werde mir jetzt hier auch mal die Alarme anstellen für die Blue Sky Initiative und werde mir vielleicht den einen oder anderen Text, der jetzt hier auch erwähnt ist, mal anschauen. Vielleicht mache ich dann irgendwann noch mal ein zweites Video mit diesen entsprechenden Reviews von den anderen Artikeln. Aber ihr könnt die ja auch gerne selber mal anschauen, könnt darüber bloggen, könnt die zusammenfassen, könnt vielleicht selber mal so ein Live-Kommentar-Video machen, wie ihr hier diese einzelnen Aspekte seht. Wie gesagt, das kann sehr spannend sein. Das könnte die Rettung von Twitter sein, weil bisher ist der Einzige, der Twitter gerettet hat, ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Wenn der nicht twittern würde, wäre Twitter wahrscheinlich längst in der Versenkung verschwunden. Schauen wir mal, was da insgesamt so passiert. Okay, ich habe gleich einen Termin, deswegen hänge ich mich raus. Lebt lange und in Frieden, möge der Saft mit euch sein. Ich freue mich, wenn ihr dieses Video teilt, sei es bei Facebook, sei es, ich werde es vielleicht gleich noch schaffen, es zu YouTube hochzuladen und werde es verbloggen bei ogok.de. Dort überall ist das jeweils kommentierbar, teilbar, die Kanäle sind abonnierbar und so weiter und so fort. Wir sehen uns. Bye bye.